Ja, und ich bin mir auch weiterhin unsicher, ob es eine gute Idee ist, im Heiligen Römischen Reich Gebiete zu erobern. Vielleicht hasst uns dann Österreich deswegen wieder. Aber wenn uns Österreich wirklich hasst, dann müssen wir einfach wieder die Beziehungen langsam aufbauen. Würde es nicht so schlimm sein, meiner Meinung nach. So. Wir müssen nicht unbedingt geizen. Solange wir keinen Kredit aufnehmen, können wir gerne auch den Landtruppen ein bisschen mehr bezahlen. Ratibor gewonnen, wunderbar, raus aus der Hölle. Plus 10% Steuern für 5 Jahre, wunderbar. Das Spiel scheint mich zu mögen, schon langsam. Und weil ich das jetzt gesagt habe, wird sicher gleich alles zu Bruche gehen. Nennt man das so, zu Bruche gehen? Naja, ihr wisst schon, auseinanderfallen. So. Hier geht auch noch Lotz. Wobei, dann haben wir vielleicht zu viele Truppen dort. Geht ihr mal nach Sandomierz. Weil es eh im Prinzip egal ist. Gut, wie viel werden denn die drei Provinzen kosten? 105. Hm. Dann lassen wir Ratibor raus. Und nehmen nur diese beiden, weil die die wertvolleren sind. Aber dazu brauchen wir immer noch 90% Kriegsstand. Den wir allerdings auch erreichen sollten, sobald ein paar andere Nationen dann Frieden geschlossen haben. Gut, maximale Geschwindigkeit würde uns eigentlich gerade nicht schaden. Der Armee können wir auch wieder ein bisschen mehr zahlen. So, passt das. Österreich hat Frankreich den Krieg erklärt und will, dass ich ihnen helfe. Frankreich und Mailand und Schweden. Ich will verdammt ungern in diesen Krieg einsteigen. Ich mit Österreich zusammen habe ungefähr die gleiche Truppenzahl wie Frankreich. Aber Frankreich hat einen viel größeren Manpower-Pool wie ich, aus dem sie voll und ganz schöpfen können. Und Österreich hat auch recht viel Manpower. Okay. Gut, wie sieht es mit Mailand aus, die noch auf Feindseite sind? Außerdem ist das auch noch Schweden. Das ist schon recht viel an Gegnern, was wir da aufnehmen würden. Aber minus 50 Prestige will ich auch auf keinen Fall. Das ist jetzt eine verdammt blöde Entscheidung. 50 Prestige, dann wären wir bei negativem Prestige, weit negativem. Außerdem würden wir, wenn wir Österreich als Verbündeten verlieren, auch unseren einzigen wirklichen Verbündeten gerade verlieren. Andererseits, gegen Schweden will ich nicht kämpfen. Und ich müsste auch meine Flotte wieder einholen wegen Schweden, das heißt der Handels... Die Handelseinnahmen von immerhin 7 Dukaten würden wieder zerfallen. Aber soll ich meinen einzigen nicht ganz schwachen Verbündeten im Stich lassen? Das klingt auch nicht nach einer sehr, naja, nach etwas sehr Gutem, das man tun sollte. Schottland würde auch noch mithelfen. Ja gut, ich könnte mich alleine auf jeden Fall gegen Schweden verteidigen. Ich könnte sofort mit Böhmen Frieden schließen. Ich könnte eine Armee bei mir stehen lassen für Schweden und eine in Österreich stationieren, um gegen Frankreich zu helfen. Nur wenn jetzt während diesem Krieg irgendwas anderes Blödes passiert, keine Ahnung, dass wir viel Stabilität durch irgendein blödes Event verlieren oder so, wäre das so extrem negativ. Kastil hilft auf der anderen Seite wieder auf unserer Seite. Ja, wisst ihr was? Ja, wir sind sogar in der Überzahl. Aber ich schätze mal, das wird sich ändern, sobald jetzt dann gleich Schweden und so weiter einsteigen. Ja, ich bin mir extrem unsicher, ob das jetzt klug war. Ist Schweden eingestiegen? Scheint nicht der Fall zu sein, aber Schottland dafür. Ja, wir können gerne nochmal in euren Krieg einsteigen.
Kriegsleiter ist Frankreich. Mailand und Schottland sind auch noch auf der Feindseite. Gut, irgendeinen potenziellen Vasallen bekommen wir in diesem Krieg eindeutig nicht. Aber immerhin ist Frankreich auch im Krieg mit der Ukraine und Kastil. Aber die Ukraine ist auch im Krieg mit Schweden. Kastil ist nicht im Krieg mit... Ja, wird knapp. Wenn ich gut mithelfe, hat unsere Seite eine Chance. So, wenn wir andere Provinzen vielleicht fordern. Nicht Krakau, das extrem viel kostet, sondern stattdessen eine andere, kleinere Provinz, die nicht so teuer ist. Natürlich wäre es auch nützlich, wenn wir eine Verbindung zu Österreich mal hätten. Wird sich aber auch kostenmäßig nicht ausgehen. Krakau alleine kostet 70. Okay, eine Verbindung zu Österreich geht sich sowieso nicht aus. Obwohl, so ginge es sich aus, nur dann habe ich nicht mal die eine Provinz. Ja. So, wollen wir Ratibor dazu? Oder wollen wir lieber irgendeine Nation entlassen? Die Provinz will ich ihnen ja eigentlich selber abnehmen. Kernprovinzen aufgeben, alle in meinem Gebiet. Hm, wenn wir das alles jetzt mal... Wartet mal. Krakau und Breslau. Setzen wir den Krieg noch ein bisschen fort. Wir werden noch alle Belagerungen gewinnen, die wir gerade führen. Und dann hoffentlich die zwei Provinzen Breslau und Krakau bekommen. Außerdem muss ich mich darum kümmern, dass ich irgendwie Zugang zu Österreich erhalte. Stationieren wir einfach mal 30 Truppen in Wien. Okay, in Ruthenien haben wir gewonnen. Und gleichzeitig versammeln wir in Danzig noch eine eigene Verteidigungsarmee für unser eigenes Land eben. So, ihr seid aber mehr als eine ganze Armee. 1678. Es sollte eigentlich ja 1477 sein, glaube ich mal. So, das wäre zusammen 28. Ja, das passt. Dann geht ihr auch nach Danzig. Und 27 Truppen stationieren wir mal in Wien. Gut, wenn es jetzt... Wie kommen wir jemals wieder heim mit den Truppen? Da müssen wir Militärzugang durch so viele Gebiete fordern. Das wäre schon blöd. Oder wir lassen den Krieg gegen Böhmen einfach weitergehen. Das wäre schon eine Möglichkeit. Breslau, Krakau würden sie uns jetzt schon geben. Wurden. Ich gut Deutsch. Aber ist das nicht sinnvoller, wenn wir wirklich eine Verbindung zu Österreich herstellen? Oder noch warten, vielleicht übernimmt Österreich, sind die im Krieg? Ja, ich muss so viel überlegen. Nein, Österreich ist nicht mehr im Krieg mit denen, von dem her wird Österreich von denen auch keine Provinz mehr nehmen, eindeutig. Ich habe irgendwie die Angst, dass hier eine gesamte Armee von mir ausgelöscht werden könnte. Noch eine Belagerung gewonnen, auch nach Danzig mit euch. Ja, die Frage ist jetzt, was nehme ich? Das würde sich ausgehen. Ich glaube, dass das dann das Sinnvollste ist, was wir tun können. Auch wenn ich gerne Krakau hätte und drei Provinzen ein bisschen viel ist auf einmal, aber ich will unbedingt eine Verbindung zu Österreich und Breslau ist die Provinz, wegen der wir den ganzen Krieg begonnen haben. Die sollten wir also schon auch nehmen. Dann dürfen sie alle Kernprovinzen, die sie bei uns haben, aufgeben. Alle, ja, passt so. Bisschen Geld kann auch nicht schaden. Gut. Und damit haben wir weiterhin eine Verbindung nach Österreich hinein. So, alle Truppen hier im Norden werden jetzt in unserem eigenen Land bleiben und mögliche Rebellen oder ähnliches unterdrücken. Und hier haben wir 27 Truppen, mit denen wir Franzosen jagen gehen. Immerhin, solange Schweden nicht eingestiegen ist, können wir eigentlich weiterhin recht sicher unsere Flotte einsetzen, um den Handel zu schützen. Moskau will eine Staatsehe. Gerne. So. Gut, also wir haben einen großen Krieg gegen Frankreich am Laufen. In dem bisher eine Schlacht gewonnen und eine Schlacht verloren wurde. Wenn wir diese Armee extrem gut einsetzen, kann damit vielleicht gegen Österreich, gegen Frankreich einigermaßen ein Sieg errungen werden. Savoy ist auf unserer Seite. Sehr gut, 23 zusätzliche Truppen hier auf unserer Seite.
Ich würde ja gerne wissen, wo die Armee von Österreich ist, aber vielleicht haben sie ja gar keine mehr. Meine Kriegsmüdigkeit scheint immerhin nicht zu schlimm zu sein.